Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal aus anderer Perspektive der Anfang. Hat den einfachen Grund, ich wollte mich mal bedanken für über 2500 Abonnenten. Ich habe mir ein kleines Gerät gekauft, wo ich denke, könnt ihr auch mal sehen, werdet ihr auch noch öfters in meinen Videos jetzt sehen, aber ich wollte das jetzt mal mit euch zusammen auspacken und wollte euch das so mal ein bisschen mal zeigen, so als kleines Abo-Special für 2500 Abos. Also gucken wir doch mal gleich, was ich mir da geholt habe. Gehen wir mal rüber. Ja. Ich weiß nicht, könnt das sehen? Ja, es ist ein Pizzaofen. Ich habe mir den von Herkules geholt. Ja. Ich hole jetzt mal schnell das Stativ her und dann packen wir das ganze Ding mal aus und gucken uns das mal zusammen an. Ja, gut, ist ein bisschen groß der Karton. Und jetzt machen wir das gute Teil hier mal auf. So, aha, hier ist schon mal so ein Griff mit dabei. Hier ist die Gebrauchsanweisung. So, und so sieht das gute Stück nun aus. Ja. Ups. Ich nehme euch mal ganz einfach vom Stativ runter. Und dann gucken wir uns das Ganze mal ohne Stativ an. So. Also. So sieht der ganze gute, schöne Ofen aus. Die Temperatur bis 230 Grad. Ich denke mal, das ist ausreichend für Pizzen. Dann kann man hier einmal unter, einmal ober und einmal ober und unter. Und dann haben wir hier unten noch den Zeittimer bis zu einer Stunde. Ja, und das Ganze werden wir jetzt
dann, oder beziehungsweise werde ich jetzt gleich mit einer Pizza testen, wie das Ganze so ist. Und ja, da dürft ihr dann diesmal dabei sein, dazu mit zuschauen. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, als ja, kleines Zwischenteil, weil der Ofen muss noch eingebrannt werden, vielleicht hört er das Tickern, habe ich jetzt mal hier so auf so ein Provisorium die Pizza natürlich gepackt, die ich jetzt mal testen möchte in diesem neuen Ofen. Und zwar ist das eine Big Pizza Barbecue Chicken. Die hatte ich natürlich auch bei Herkules geholt. Und ja, die hatten wir ja auch noch nicht. Hier ist die Nährwerttabelle. Und da ist, Moment, wo ist, da ist die Zutatenliste. So, und das Ganze wird natürlich ja, Pizza auf das Blech, mittlere Schiene des Ofens legen und Ober- und Unterhitze 200 Grad wird das gemacht. Und das Ganze wird für 20 bis 24 Minuten. Da in diesem Heft von dem Ofen standen zum Beispiel Pizzen bei 230 Grad 13 bis 15 Minuten. Ich werde erstmal die 15 Minuten annehmen von dem Heft und dann werden wir mal schauen, wie die Pizza denn aussieht. Vielleicht müssen wir dann doch noch mal 5 Minuten denn nachlegen oder sie ist schon nach 15 Minuten dann fertig, weiß ich nicht. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall diese Big Pizza Barbecue Chicken werden wir jetzt zusammen mit dem Ofen jetzt testen gleich und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe den jetzt eingebrannt oder beziehungsweise so wie das da in der Beschreibung drin stand. Und zwar sollte man den für 15 Minuten auf volle Pulle, also 230 Grad, sollte man den beheizen. Deswegen ist das hier auch alles noch ein ganz wenig heiß. Dieses Blech war noch mit dabei. Das hatte ich vergessen. Oder beziehungsweise bei dem Auspacken nicht richtig gesehen, dass das unten in dem Karton noch drin lag. Ich dachte nur, weil das mit Pappe umwickelt war, dass das irgendwie noch so Füllstoff war. Ich dachte, es war nur die Roste dabei, aber nein, es ist auch noch so ein Backblech mit dabei und das soll, wenn man Kuchen zum Beispiel drinne backt, ist logisch, dafür ist das Backblech da. Oder man soll auch das Backblech unten reinschieben, wenn man fettige Sachen, so zum Beispiel wie auch jetzt hier diese Pizza, die wir gleich testen werden, reinmachen. So, des Weiteren war noch dabei hier so ein, das lässt sich jetzt nicht rausholen. Da war noch so ein, Krümelblech mit dabei. Das soll also auf jeden Fall jedes Mal mit in den Ofen reingelegt werden, wenn der betrieben wird. Wenn dann irgendwelche Krümel oder so abfallen von dem Gargut, dass sich das da drauf denn sammelt und wenn der Herd dann abgekühlt ist, kann man das Ganze dann nachher leicht wieder entfernen. So, jetzt wollen wir sehen, dass ich hier das Backblech wieder reinkriege, ohne dass ich mir die Griffeln jetzt verbrenne, weil es ist doch noch ganz heiß.
So. Also, da kommt jetzt das Backblech drunter. Den Ofen stelle ich jetzt auf 200 Grad. Und jetzt muss ich natürlich erstmal die Pizza hier, die ich euch eben gerade gezeigt habe, die muss ich natürlich jetzt erstmal rausholen und auf das Blech oder beziehungsweise auf das Dehnrost legen. Und ich sehe schon, ja, ich hatte nämlich Bedenken, das Ding war zu klein für einen, ja, ich sag mal, Pizzaofen. Aber es ist als Pizzaofen deklariert. Also wenn denn in einen Pizzaofen keine Pizza reinpasst, dann weiß ich es auch nicht. Und es passt vorzüglich. Super, hätte ich niemals gedacht. Also, Leute, es können jede Menge Pizza-Tests jetzt kommen, wo ihr denn auch dabei zuschauen könnt, wie das gut denn gar wird. So, Ofen zu. Das Ganze jetzt auf 13 Minuten erstmal. Logischerweise Ober- und Unterhitze. Ja, gut. Ihr werdet wahrscheinlich nicht die ganze Zeit dazu gucken, aber ab und zu mal reingucken. Ja, eine kleine Anmerkung hätte ich zu den Ofen vielleicht eventuell noch, aber ich sage mal, für den Preis wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, so eine kleine Lampe da drin. Aber es geht auch so. Diese Lampe soll nicht extra, naja, gut. So, wir sehen uns dann in 13 Minuten wieder. So, so sieht das gute Stück jetzt aus, nach 15 Minuten. Und ich muss sagen, also es ist doch ein Unterschied zwischen diesem kleinen Ofen und dem großen von uns. Also unser großer ist für Pizza wirklich nicht mehr geeignet. Der hier ist doch ein bisschen besser, muss ich zugeben. Und man bekommt auch große Pizzen rein. Da hatte ich ein bisschen Bedenken. Aber klappt wunderbar. Weil das hier ist ja eine von diesen etwas größeren. Und die wollen wir jetzt mal testen. Super. Die Pizza ist richtig schön. Ja. Sie hat etwas, ich sag mal, mehr Wumms. Für meine Begriffe. Ist sie ein bisschen schärfer. Aber nun nicht so, dass einer jetzt hier, ich sag mal, der komplette Rachen aufsteht. Sie hat schon eine etwas
ja, etwas mehr an Schärfe. Sie schmeckt auch ziemlich, ja, rauchig, so ungefähr kann man das so nennen. Also Barbecue merkt man auf jeden Fall. Und was natürlich auch ist, die Tomaten, die sind recht fruchtig. Das Paprika ist auch geschmacklich sehr, sehr gut. Im Großen und Ganzen schmeckt mir die Pizza sehr gut, obwohl sie eigentlich für mich, für meine Verhältnisse schon ein bisschen, ja, schärfer ist. Für einen, der richtig scharf ist, ist das natürlich keine Option. Aber für mich ist die schon recht gut. Nochmal zurückzukommen auf den Ofen, den werdet ihr jetzt dann öfters sehen. Weil logisch, den habe ich mir ja dafür gekauft, dass ich mir den hier in mein Zimmer aufstellen kann. Und dass ich nicht jedes Mal alles auf- und abbauen muss, wie es damals in der Küche war, wenn ich dann Filme gemacht habe, da musste ich alles auf- und abbauen. Hier kann es ja dann stehen bleiben. Er kommt, ja, es ist alles hier noch ein bisschen, ich sage mal, provisorisch. Er bekommt aber dann nachher auch seinen festen Platz, wird dann auch nicht mehr verrückt. Und ja, er bleibt jetzt hier. Ich bin sehr zufrieden mit dem bis jetzt. Es wird sich nachher zeigen, wie er denn so sich schlägt, weil das ist ja nicht meine erste und das wird auch garantiert nicht meine letzte Pizza sein, die ich teste. Es kommen noch jede Menge und ja, er wird nicht nur Pizza testen, er wird ja auch anderes Kram denn testen. Und da werden wir dann sehen, wie sich der kleine große Ofen eigentlich macht. Er hat ja 1500 Watt, also das ist ja schon, ich sag mal, nicht schlecht. Das ist ja schon eine kleine Nummer. Und Kraft hat er natürlich, das ist logisch. Das Ganze hier wurde jetzt bei 200 Grad gemacht. Er geht bis 230 Grad. Also damit kann man dann auch ohne weiteres eine Pizza auch mal verbrennen lassen, wenn man nicht aufpasst. Ne? Gut, aber das war jetzt erstmal das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage nochmal danke fürs Zuschauen und danke für die über 2500 Abonnenten. Ich hoffe doch sehr, es werden immer mehr. Wir werden noch eine etwas größere Community. Und in dem Sinne sage ich danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.